Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Wir haben hier beim letzten Mal mit Aqua das Nimmerland erreicht, nachdem wir ja kurz zuvor erstmal eine heftige Niederlage auf dem Kommandobrett tiefer Weltraum einstecken mussten. Naja gut, das war zwar schade drum, aber jetzt, naja, machen wir jetzt mal was ganz Entspannendes. Wir dürfen nämlich auf Schatzsuche gehen mit Peter Pan und seiner Truppe und wir sind sogar der Anführer in dieser Expedition. Ist das nicht cool? Ja, cool. Erstmal werde ich jetzt mal hier schauen, was wir eigentlich überhaupt Neues haben. Also nichts Besonderes, würde ich mal sagen. Minenfeld. Minentrapez kann ich hier sogar auch schon kaufen. Das ist super. Hatte ich nicht sogar eigentlich schon mal Minentrapez eigentlich in meinem Kommandodeck in der Liste drin? Muss ich mal kurz gucken. Ich habe Eisbombe Demore. Und tatsächlich, ich habe hier Minentrapez. Und jetzt das normale Minenfeld auch noch dazu. Habe ich irgendwie Kommandos, die schon bereits gelevelt sind? Sieht eher nicht so aus. Okay, Kometenschauer ist bereits fertig. Verschiedene regenbogenfarbige Kugeln. Na, ich bleib lieber beim Kometenschauer. Also jetzt so ein bisschen jetzt die anderen Kommandos so zu leveln, habe ich nicht so wirklich das Interesse dran. Alles klar, gut, wir müssen weiter. Ich gehe einfach mal in diese Richtung und lasse die Gegner einfach mal in Ruhe. Peter Pan, today's the day I shall be rid of you forever. I'm busy right now, Hook. We're on an expedition. Can't I show you up some other day? You'll show me up now. Give back me treasure. Who's that? Ah, oh, that's just Captain Hook. He's a two-bit pirate codfish. I'll cleave you into two bits, boy. It's me. Oh, that was the captain's signal! Fire! We're sitting ducks out here! Run! Na toll! Jetzt geht also schon wieder das Geballer los, oder was? Echt mal. Dieser Captain Hook. Kann er einen nicht einfach mal in Ruhe lassen? Na gut. Nehmen wir es einfach mal so, wie es ist. Was ist jetzt los? Okay, muss der erstmal aufladen? Echt mal. Oh Mann. Viel zu viele Gegner hier unterwegs. Oh Mann. Da fällt mir eigentlich ein, ich habe ja bis jetzt hier noch gar nicht mal den Finisher hier noch mal gemacht. Darauf habe ich jetzt irgendwie auch mal wieder richtig Lust, 6 Finisher zu zeigen. Wow, das war schon ein bisschen knapp. Na gut, dann machen wir mal das hier. Heldenstolz! Okay, die meisten hat's wohl erwischt. Okay, dann machen wir einfach mal den Rest auf die normale Art und Weise. Und zack, das war's. Okay, ein bisschen Ruhe habe ich jetzt hoffentlich auch. Ich frage mich jetzt eigentlich, wo genau ich lang müsste. Also ich weiß, ich muss, glaube ich, in diese Richtung. Soweit ich mich erinnere. Aber zuerst einmal schaue ich mal, ob ich mir den Sticker holen kann. Okay, von der Höhe her müsste es gehen. Oh. Falscher Knopf, falsches Kommando. Okay, von der Höhe hat es ja schon mal ganz gut geklappt. Nur die Richtung muss ich noch ein bisschen hier abstimmen. Und ich sollte natürlich aufpassen. Ah, Mann, es ist natürlich ätzend, dass ich ja jetzt hier natürlich unter Beschuss stehe. Aber immerhin, jetzt haben wir den Regenbogensticker. Damit bin ich jetzt mal glücklich und ich gehe erstmal kurz in Deckung.
Können die mich von hier aus treffen? Gute Frage. Ich glaube, ich bleibe lieber nicht hier, um es herauszufinden. Okay, hier ist nichts. Hier in der Ecke muss ja irgendwas sein. Ah, da ist es ja. Vollgasalve. Okay, das klingt nicht schlecht. Können wir sie uns ja mal ansehen? Oh, Feuersturz ist sowieso fertig, also können wir das ja gleich mal austauschen. Vorausgesetzt natürlich, Vollgasalve ist jetzt hier nicht so ein Zwei-Slots-Kommando. Ist es aber. Oberhalb erscheint ein großer Feuerball, der Feuerkugeln verschießt. Ein Teil der Gegner wird angezündet. Oh, Mann. Na gut, dann eben nicht. Ich werde erstmal das Minenfeld leveln. Okay, dann gehen wir einfach erstmal raus. Dann sehe ich mich einfach erstmal hier so um. Kommt mal her! Okay, Ärgernis ist weg. Jetzt frage ich mich allerdings, komme ich trotzdem jetzt irgendwie mal hier so lang? Oder ist das jetzt ein Weg, den ich jetzt einfach nicht so gehen darf? Ich weiß es nicht. So, und zack, und da, und zack, und zack, der auch noch. Okay, es genügt. Okay, Markierung auf der Karte verweist auf anderen Weg. Das heißt, ich darf hier nicht lang gehen. Ist wohl also auch anscheinend ein Gebiet, das ich jetzt nicht einfach so besuchen darf. Aber was ist denn jetzt doch hier eigentlich ja jetzt auf dem oberen Felsen jetzt doch irgendwo Schätze sind? Das wäre natürlich nicht so toll, wenn ich die jetzt verpassen würde. Okay, ich muss jetzt mal wieder raus hier. Obwohl, sieht eher nicht so aus, als ob da irgendwo Schätze sind. Ja, dann habe ich ja Glück gehabt. Au! Sag mal, geht's noch? Dann gehe ich lieber eben einfach mal weiter. Problem ist ja leider nur, hier haben wir ja hier die ganze Zeit das Meer im Blick. Keine gute Sache. Na gut, ich denke mal, ich werde mir erst mal ein bisschen hiervon Unterstützung holen. Autoteleport, das kann schon helfen. Okay, das hat ja schon mal was gebracht. Okay, wo ist er jetzt? Da ist er. Und Aurora ist fertig, gut. Ich renne einfach weiter. Und mache einfach alles platt, was sich mir in den Weg stellt. Oh, verdammt. Ich habe es gerade gesehen, da war der Stern, aber... Weil er selber noch dieses verdammte Abschlusskommando lief, hat er sich jetzt einfach mal gleich mittendrin aufgelöst. Mann! Ist vorbei. Aber leider kein Stern einkassiert. Schade eigentlich, aber na gut. Ich krieg ja noch meine Chancen. Autsch. Sag mal, geht's noch? Ja.
Okay, und schon hat sich der D-Link aufgelöst. Ist ja eigentlich schade, aber na gut, egal. Ich habe noch ein paar Chancen. Bestimmt, irgendwann mal. Okay. Hoffentlich kriegen wir hier jetzt erstmal ein bisschen Atemluft. What is it? The mark on the map points all the way up there. Oh, relax. A little pixie dust and we'll be there in a jiffy. But we've never had to fly that high before. What if we fall? Hey, when did you two turn into cowards? Don't you think you're asking a bit much of them? This is between me and them, Aqua. Men, only the bravest of the brave can claim that treasure. Yeah, we know. Tink, if you would. We haven't got all day. Here we go! Cool. Schade, dass wir sowas nicht wirklich können. Denn wir erhalten bloß eine Sache. Ich hoffe, die kommt jetzt auch eigentlich endlich hier mal. Ja gut, wir kriegen nämlich ja jetzt eigentlich ja hier nur die Möglichkeit, einfach mal ein paar gewisse Sprungpassagen hier zu machen. Okay, Zeitlupenfolger scheint fertig zu sein. Das klingt ja schon mal ganz gut. Kann ich es ja gleich verschmelzen. Okay, fertig. Und Vigra ist sogar auch schon durch. Sehr schön. Gut, zwei Kommandos mal wieder aufgelevelt. Okay, dann packe ich beide mal gleich hier weg. Und werde mal was anderes neu fusionieren. Feuerexplosion und Zeitlupenfolger. Er gibt zusammen mit ein wenig Leuchtkristall den Megaflare mit Pyromanie. Ich hatte das Ding jetzt erstmal sogar nochmal ordentlich Wucht drauf. Okay, wo war ich stehen geblieben? Megaflare, da ist es ja. Ist jetzt natürlich blöd, dass ich hier kein Heilkommando habe, aber naja. Kriegen wir schon irgendwie hin. Hm, was ist das hier noch? Kollisionsmagnet? Ah, okay. Da habe ich wohl zwischendurch wieder mal ein bisschen geschlafen und gar nicht gemerkt, dass ich den mal eingesammelt habe. Naja, kann passieren. Ja, ich merke schon, ich mache jetzt gerade irgendwie nicht wirklich viel Schaden. Jedenfalls nicht mit herkömmlichen Angriffen. Also da muss man meistens wirklich hier Magie nur mitmachen. Okay, da ist Allheilmittel drin und ich glaube, mehr ist dann hier auch gar nicht. Na schön, dann werden wir jetzt einfach mal Folgendes tun. Wir werden ein wenig, naja, hochspringen, kann man so sagen. Also richtiges Fliegen ist das wirklich nicht. Wir machen ja eigentlich ja nur Folgendes, nämlich gewisse, ja, Abgründe einfach so zu überwinden. Und schon erreichen wir ein neues Gebiet. Das ist doch schon krass. Das ist echt mit Aqua das einzige Gebiet, das wir ja eigentlich ja nur mit ihr hier erforschen können. Und die anderen Charaktere steht dieser Ort hier nicht zur Verfügung. Okay, der ist weg. Okay, Regenbogenwasserfall, mittlerer Teil ist das. Wo? Okay, hier kann ich sogar runterfallen. Ah, Mann, ich wollte mir doch eigentlich ja nur mal den Abgrund hier anschauen. Naja gut, das würde aber wahrscheinlich nur heißen, dass ich ja hier einfach nur den Bereich dann nochmal wieder hochklettern muss. Ja gut, versuchen wir mal möglichst zu vermeiden, dass das passiert. Okay, fast alle erwischt.
Gut, dann hetzen wir mal hier gleich mal richtig ein. Tauch auf. Obwohl, nee, bei dem Kleinen wäre das echt Verschwendung. Normales Ackmurksen reicht ja eigentlich in dem Sinne auch schon aus. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, muss ich eigentlich überhaupt hier lang? Na egal, machen wir erstmal das hier. Mega Flare! Macht wenigstens ordentlich Schaden. Ja. Bei einer Magierin wie Aqua ist das eigentlich auch gar nicht anders zu erwarten gewesen. Okay, ich würde mal sagen, hier geht es tatsächlich weiter nach oben für uns. Ah, da unten. Da ist ja auch noch etwas. Und schon ist Blitzgaschutz auch eigentlich schon bereits gelevelt. Und zwar auf Maximum. Blitzgaschutz hat maximale Stufe erreicht. Heilkunde, okay. Ist gut. Habe ich zufällig noch irgendwie Vitra-Zauber hier übrig? Leider nicht. Eigentlich schade, aber naja, was soll's. Wir wollen es ja nicht so übertreiben. Ich nehme einfach mal wieder den Vikra-Zauber mit rein, damit ich was zum Heilen habe. Und dann öffnen wir mal das hier und erhalten einen Blitzgerzauber. Und was ist hier drin? Ein Chaoskristall. Muss ich schon mal sagen, gar nicht mal so schlecht. Oder warte mal, halt. Ich bin jetzt eigentlich nicht so ganz sicher, muss ich jetzt hier lang oder in die andere Richtung? Weil hier führt ja auch jetzt wieder ein Weg nach oben. Okay, der führt zu einem Schatz. Zu Folger. Hey! Wenn du schon kämpfen willst, dann hör auf wegzurennen. Ah, das war's. Schluss mit den Spielereien. Obwohl, wenn ich das schon so richtig sehe... Oh, Sticker. Und wir erhalten sogar Zeitsplicer. Und du mach einen Abgang. Okay, wir sind los. Sehr schön. Okay, dann kriegen wir erstmal einen Chip-Sticker. Sehr schön, finde ich toll. Okay, ich hätte das tatsächlich wohl, glaube ich, auf zwei Arten regeln können. Auf zwei verschiedene Wege. Naja, gut. Naja, ist ja jetzt toll, dass ich Zeitsplicer habe, aber blöd ist ja jetzt nur, dass ich jetzt gerade keinen Platz dafür im Kommandodeck habe. Immerhin, die anderen Kommandos sollen ja schließlich auch ein bisschen gelevelt werden. Okay, Eroga und Glitzpilz ist ja noch hier aktiv. Yay! Mann, was für ein Sprung. Okay, alles klar. Ich glaube, hier sind wir doch ein bisschen falsch. Also ich denke mal, das hat tatsächlich nur den Sinn gehabt, dass wir den Zeitsplicer kriegen. Gut, wir haben die Spitze erreicht. Sehr schön, okay. Ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt passieren könnte, deswegen... Ja, würde ich mal sagen, ich bleibe erstmal an dieser Stelle hier stehen. Ich gucke vielleicht nochmal nach, ob ich wieder noch irgendwas Neues habe. Super Angriffsformel, Hyperantrieb. Ah ja, richtig, das hier alles. Und Fertigkeiten... Ah ja, Pyromanie ist neu. Heilkunde zweimal. Harte Schule. Okay, warte mal. In welchen der Kommandos hatte ich jetzt harte Schule drinne? Ich hoffe mal, ich habe das jetzt nicht irgendwie jetzt voreilig jetzt irgendwie
Oh, shit. Ich glaube, ich habe es tatsächlich getan. Ich habe versehentlich eines der Kommandos, in denen harte Schule drin war, versehentlich schon bereits im Voraus verschmolzen. Ah, Mann. Ich bin so blöd. Ich bin echt so blöd. Das kann doch nicht wahr sein. Ja gut, da muss ich eigentlich mir erstmal eigentlich ja nachher noch was ausdenken dafür. Dass ich diese Ability irgendwann mal wieder noch neu bekomme. Tja, das ist natürlich jetzt erstmal wirklich schlecht von mir gewesen. Aber na gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Das kriege ich irgendwann mal wieder eigentlich ja bestimmt rein, aber... Ich würde mal sagen, das ist jetzt eigentlich jetzt nicht so unbedingt ein harter Rückschlag. Da war ich einfach nur nachlässig. Ist jetzt nicht schlimm, aber egal. Gut, Freunde, das war's dann mal wieder hier mit Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix im nächsten Part. Ja, wenn wir wahrscheinlich sogar hier unsere Schatzsucher-Expedition vielleicht zum Abschluss bringen. Also wir haben uns ja jedenfalls eine Menge hiervon angeschaut. Und ja, mal sehen, wo wir eigentlich beim Ziel ankommen werden. Also dann bis zum nächsten Mal und ciao!